Und mal wieder eine Folge Let's Play, wo ich durchgehend Ural fahre. Die Leute haben Spaß. Guckt mal, schöne Aussicht. Ja. So, stell mal vor, du würdest jetzt irgendwie, so wie ich gerade, die ganze Zeit nur rumlaufen. Das ist auch nervig, glaube ich. Aber ich habe einen G36C, wie nice ist das denn? Das hänge ich ja an einem Baum fest, und mich verarschen. Die Lagerhallen da hinten, meinst du, ne? Yep. Die müssen wir auf jeden Fall loopen. Wir müssen auch dahinter gucken, ob da irgendwelche Fahrzeuge sind. Also wenn ihr den Heli findet, dann fahr ich nochmal zurück und dann muss der Dennis mit dem Hubschrauber fahren, weil... Ural fahren. Aber eigentlich ist es ja auch egal, der kann da auch mal versuchen. Aber er wird ihn schrotten. Ey, ich hätte gerne einen Sniper, wenn ihr einen findet, ja. Hä? Ich hätte gerne einen Sniper, wenn ihr einen findet. Ich hätte gerne eine gute Verbindung, bei mir leckt es gerade. Nee, die war im Hubschrauber. Also in dem anderen Hubschrauber sogar noch. Die war im Hubschrauber davor. Guck vor dem Hubschrauber, der. Ja, als erstes halte ich mal kurz an und guck mal, was mein G36C. Ich sehe da hinten ganz hinten einen Zombie. Ich will den jetzt mal gucken, ob ich den abknallen kann. Ah, fuck, mein G36C hat aber kein Visier. Dann brauche ich irgendwann ein normales G36, wenn ich mal eins. Boah, Alter, durch die Lagerhalle einmal komplett durchgeschossen, Alter. Richtig nice, der Schuss. Super, denn. Der. Hier ist eine Jerrycan, aber nur eine 5 Liter. Ja, egal, pack ein. Ja, ja, klar. Müssen wir halt ein paar Mal laufen. Ja, ein paar Mal. So, ist gut. Hier ist auch Scrap Metal, soll ich das auch mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Oh, ob ich Platz hab. Ja, warte mal kurz. Hier liegt auch noch was. Da ist eine leere Dosen. Oh, das Ding ist voll. Ja, der Heli ist nämlich voll, das ist das Problem. Aber vielleicht kann ich das Tank Trap Kit alle brauchen wir nicht. Ne. Das brauchen wir nicht. Mal kurz gucken, was die Landkarte sagt. Ach du Scheiße, ich fahre natürlich genau durch den Berg durch jetzt, um da hinzukommen. Ich glaube, ich fahre doch Straße. Ist doch easy. Ja, ist voll schneller. Ja, obwohl diese Landstraßen auch nicht wirklich schneller sind, die sind auch nicht gerade. Ja, sind nur ein paar Nägel. Nichts, was man braucht. Ich gucke jetzt aber nochmal quasi von mir aus gesehen, Flo, links von den Lagerhallen, da war ja auch noch ein Gebäude. Warte, jetzt kommen gerade Zombies, die mir erstmal abknallen. Der Peter! Stirb. Welchen Peter meinst du jetzt? Mich, Flo, Sven oder Sascha? Oder den Zombie? Der Zombie-Peter. Dann sag das doch. Ganz Magazin gerade verschossen fast. Wenn ich schlecht schieße. Läuft. Der lebt ja immer noch. Zwei. Mal einer von den beiden, der jemand mal Zeit hat, den Gronkh fragen zu dürfen, nach dem Server hier, ne? Ah, ich. Das ist ja ganz nice. Ja, ich kann da jetzt. Warte mal, was ist hier? Was? Über den Schrottplatz auf der anderen Seite. Ja, warte kurz, ich guck hier gerade. Das ist nichts, okay? Ja, keine Ahnung, was war das? Was für ein Schrottmann meinst du? Schrottplatz. Zeig ich dir gleich. Ja, der meinte, er denkt auch, dass es fast Nacht ist. Wir sind auf jeden Fall bei allen. Also ich komme jetzt wieder zum Heli und du fliegst mich zum Schrottplatz, oder wie habe ich das verstanden? Ja, ne? Also hier war auf jeden Fall sonst nichts. Der ist ja hier. Hat jemand von uns eine Uhr? Ja, ich. Weck mal bitte gleich ab, wie Uhr ist es? Bin drin.
Achso, ja, Dennis, wie willst du es eigentlich machen, wenn du hier vorbeikommst mit dem ganzen Kram? Hast du ein Auto am Start? Nee, aber ein Heli? Nein, privat. Also so in real life, so, mal ausnahmsweise. So, ja, wenn wir mal nicht DayZ zocken. Das können wir ja morgen überlegen. Ja. Den müssen wir beim Tragen nehmen. Ah, nee. Ja, ey, mein Rechner, den kann ich nicht gut zocken. Meine Tastatur, die passt auch noch da rein. Wir müssen hier den Bildschirm tragen, Peter. Ja, na gut. Guck mal, was unter uns hier, da liegen die beiden. Da. Ja, da geh ich rein. Aber wir bräuchten vielleicht auch noch einen Stuhl oder sowas, ne? Zwei. Warte mal kurz, ich bin gerade im Heli, ich verstehe kaum was. Alles klar. Warte. So, jetzt. Ja, wir sollten vielleicht auch einen Stuhl mitnehmen oder sowas, ne? Was sollten wir uns holen? Stuhl. Einen zweiten Stuhl oder sowas. Stuhl? Ach ja, du hast ja keinen Stuhl, ne? Ja, dann müssen wir uns irgendwo organisieren. Du musst den dafür mitnehmen, ey. Boah. Das, du wurdest gerade zum schlechtesten Witz des Tages gekürt. Herzlichen Glückwunsch. Sie können sich davon allerdings nichts kaufen. Dann schreib mal schieben. Nee, zerschieben nochmal auf Englisch. Throw, nee, das ist werfen. Push. Push A, ja, danke. Push the button. Na. Ich war fast push it, push it, reingegangen. Ah, nee, hier ist eine Waffe. Oh. Aber es ist eine M4A1 Standard. Girl, I wanna make you sweat. Sweat till you can't. Durchsuch du mal, ich sicher hier den Eingang. Ja, ich bin schon. Okay, hier sind schon. I wanna push. Ja, hier sind schon Zombies drin, zu spät. No more. Dass es hier in diesem Ural kein Radio gibt, fuckt mich auch nochmal ab. Ich kann so weite Strecken nicht ohne Radio fahren. Auf jeden Fall irgendwas dabei. Aber kann ich das gerade nicht an. Weißt du, ich fuck mich ab, wenn ich weit mit dem Auto fahren muss in real life und jetzt fahre ich in einem Computerspiel weite Strecken mit dem Auto. Total sinnlos durch die Gegend. Irgendwie stimmt da noch was nicht. Lauf, vor die nächsten. Wir sind unterwegs. Right behind you. Hier rein, oder? Yep. Hier ist ein Reifen. Ey, dann können wir den anderen Ural reparieren. Da vorne noch steht der gelbe. Platz. Ja, habt ihr eine Toolbox dabei? Ja, hab ich. Alles klar. Ja, cool. Brauchen wir sechs Fenster los hier dafür. Vorne frei. Und gleich machen. Oh ne, ich glaub's nicht. Ich hab ein Auto gefunden. Was geht denn jetzt ab? Was finden wir denn alles für Sachen? Wo bist denn du? Ich bin noch im Airstrip. Achso. Ich hab noch einen Reifen. Wie bist du zum Airstrip gekommen? Ich kann den aber nicht in meinen Rucksack packen. Kann man den nicht? Nee, den kann man nicht. Ohne Wohnung. Wenn der Lillenburn auf der Stelle kommt, ich den gleich abholen. Ah, du hast dein Auto. Doch, der Ural, der vorne steht, dann packen wir das da rein. Na, warte kurz. Erstmal, und dann kommen wir zurück und dann holen wir den Scheiß. Warte, ich pack mal kurz was um. Ich glaube, ich krieg das gleich hin. Warte kurz. Schmeiß das viel Zeug weg, das passt schon. Nee, ich tu das einfach alles in meinen Rucksack. Übergehend. Oder so, ja. Passen, aber ich muss eh mal gerade was essen und was trinken. Philipp, wie lange brauchst du noch? Bis wohin? Bis zum Lager? Jo. Noch 6 Kilometer. Nein, der ist natürlich kaputt. Wie viel? 6. Boah. Ja, ich hab den Reifen. Langweilig liegt zu Toni hier. Hier liegt noch einer, 3 Reifen. Ja, ich bin gleich da. Ich muss kurz auf die Map gucken, ob ich... Oh! Ich kann vielleicht vorher den Motor ausmachen, bevor ich auf die Map gucke. Wo bist du, Flo? Ich bin gleich bei dem Ural, der vorne steht. Okay, ich so, loote hier ich noch bin ein bisschen. Bald beim Airstrip, so in 10 Minuten ungefähr. Okay. Ach, schon diese hässliche Pfeile, Mann. Wie, die willst du nicht? Ist aber pingelig, Dennis. Blöd, Alter. So schlechter Schütze bin ich auch noch. Ach, das ist schlecht. Das waren jetzt eine Menge Selbsteinsichten für einen Augenblick. Den können wir einfach vergessen, der hat so viele kaputte Scheiben alles. Ne? Der Ural? Ja, ja. Engine ist auch orange. Ne? Der andere geht, den können wir reparieren.
diesen roten Pickup. Fuck, Alter, ich hab keine Magazine mehr, Peter. Renn mal gerade zum Heli zurück und nehm mir mal meine Stanax wieder raus, die ich reingepackt hab. Da, wo ich gerade langfahre, will ich gar nicht hin, aber die Straße ist gesperrt. Ist jetzt da in der Feuerwehr noch was? Bist du da gerade drin? Nee, da ist nicht. Ja, haben die ja der scheiß Baum ist in meiner Kamera. Ah, fuck, jetzt häng ich in einem Baum fest. Was hast du, Flo? Stummkicken. Der hängt hier fest, der ist schon mal vorbereitet und der hängt hier fest. Der gelbe? Bro. Ja. Du bewegst, hast dich gerade bewegt damit? Ja, der hängt aber irgendwie fest. Ja. Bist du auf dem Weg weg schon, ne? Ja, ich seh dich rennen. Ja. Rennst du in den Tower rein? Ja, ja, ja. Okay. Guck, die Leiter. Ich häng schon wieder an der Waschmaschine. Ne, das ist ein Herd. Eher am Heli, ne? Oh. Alles klar? Oh, hier liegt noch ein fettes Backpack, ja. Fett ist das? 16er, glaube ich. Okay, ich habe auch sonst. Da kommt ein Zombie. Noch British. Keine Ahnung. Noch British ist das Backpack. Ja, pack erst mal ein. Ich habe nämlich, glaube ich, nur 8 Plätze. Ja, ein Spiel hat das Backpack. Was denn? Also, mach ich. Wir gucken, dass er jetzt eingesackt ist. Ist safe. Ah, der Hubschrauber ist ja voll, ne? Im Loch vor den Ural umpacken sollen. Ah. Das dann heißt, Wracks, die hier überall rumliegen. Ja. Meine Fresse. Nimm dir mal den Bird und dann bin ich ja noch in der Sackgasse gelandet. Oh, fuck, falsch abgebogen. Warum? Damit wir noch was umpacken können, das Ding, ja. Jo, das wäre super. Dauert einen kleinen Moment. Der SUV da hinten fahrbereit, hast du das schon gecheckt? Ich glaube, der hat keinen Sprit mehr. Immer hier. Ich hab mich verfahren, so eine Scheiße. Gut ist der noch, der hat nicht viel kaputt, aber der ist schon leer. Er ist voll leer, aber total grün. Ich hab leider nur 5 Liter Jerrycan, das lohnt sich nicht. Ich hab schon fast keinen Treibstoff, also ich hab nur die Hälfte Treibstoff hier. Ja, aber du kommst ja bis zum Lager dann. Ja, ja. 4 Kilometer. Die fünf. Nächste Tanke, das ist das R4, das ist nicht weit. Du brauchst aber eine Jerrycan, die haben wir da nicht. Oh, eine haben wir da jetzt oder nicht? Ja, eine 5 Liter, ja. Wow. Einmal. Ich würde sagen, wir scheißen auf die Zombies, oder? Die ja, wir können auch auf das Ding scheißen, da auf den Autos scheißen, ist egal, ja. Ja, soll ich jetzt zum kleinen Erdbeben fahren? Nein, das ist eine Bombe. Du merkst, es wird düster, ja. Das war relativ schnell, ja. Das ist schon der dritte Ural, den ich zum Lager fahre. Warte, ich mach einen Nachpoint kurz. Ach schon. Das ist irgendein gelber Typ gespawnt. Man wieder. Wie ist das auf der Map? Das heißt Pillar und Zombie sein, ja. Genau. Die Waypoint steht und du fliegst in die richtige Richtung. Warte, fliegt ihr zum Airstrip? Ne, wir fliegen zum Lager. Wo bist du denn eigentlich? Airstrip, dann könnt ihr direkt bei mir. Malota? Malota Airstrip? Ne, ja, wo? Bitte? Zum Lager da, ich weiß nicht. Nee. Warte. Guck einfach hier auf die Map. Bei Krasnutte. So. Ja, vor dem Lager, wenn ihr ich mach mal einfach. Ich bin hier. Ich bin da ja am Airstrip. Es gibt an der Küste nur einen Airstrip, ja. Und das ist in Balota.
runter ist neben Komma. Ich einfach auf die Map drauf. Ja, aber östlich meine ich. Mein Gott. Da wo wir immer tanken. Ach da, da bist du ja schon fast am Lager. Bist du den ganzen Weg gelaufen? Ja, ich war doch schon in Berettino. Ja, wollen wir den Sven kurz abholen? Ja, dann ist er eh quasi auf dem Weg. Mach mal, oder? Ich bin auch beim Lager. Ich bin jetzt auch beim ersten Trip. Warte. Ja, okay, dann nimmt der Ravi nicht mit. Ja, warte, ich schau nur noch mal kurz in dieses Gebäude hier rein. Da rein. Hast du da... Mach mal eine Markierung. Hab ich. Ich sehe keine. Ja, dann kann ich einfach nicht sehen. Ja, ich bin mit meinem Funkturm. Komm, ich bin Funkturm. Ja, okay. Leider kannst du dich gut verschanzen, das ist gut. Muss nur darauf achten, manchmal kommen die auch die Leitern hoch. Joe muss, glaube ich, einen Rechner bauen, weil die Heizung da bei ihm umgebaut wird. Was? Der Joe musste seinen Rechner da, wo er steht, abbauen, weil hier bei ihm die Heizung neu kommt. Oder Carsten kann ich das nicht, weiß ich. Okay, wahrscheinlich spielt er WoW. Kann sein. Geil. Wann ist eigentlich die Gamescom? Weiß das jemand? Ja. Das wird die größte Gamescom überhaupt, Junge. Ja, ich gehe da auch auf die... Boah, ihr seid der Kölner, ne? Also, ja, eben. Ja. Das ist schon pornös, muss man sagen. Jedes Jahr zur Gamescom, wenn man will. Alter, ich habe keine Munition mehr, was tue ich? Ich bin gleich da. Lauf, ja, lauf im Kreis, ich bin gleich da. Ja, dann verbind dich und lauf. Lauf, nicht stehen bleiben. Der Ravi müsste bald da sein. Ja, ich bin direkt neben dem Airstrip. Ja, kommst du noch in die Querstraße? Komm zum Funkturm, ja. Du musst zum Tower kommen. Ja, Moment, musst Moment, Moment, müssen wir da hinfahren. Jetzt hab ich noch eine Bandage, Alter. Ja, eine hab ich schon. Da vorne muss ich hin. Bei uns steht H1. Ach, das ist der kaputte noch. Wir sind ja jetzt da. Passt. Vergiftet. Naja, ist nicht schlimm, wir haben Antibiotika. Ich habe Antibiotika dabei, ich bin gleich da. Ja. Du da? Dann komm mal bitte in den Funkturm. Nee, warte. Das sind noch 500 Meter. Wart lieber erstmal weg. Wir haben die Bloodpacks, wir können dich auf Bloodpacken, Sven. Fahr lieber erstmal weg und engagier dich dann erst im Wald. Da liegt eine Waffe, die ich habe. Ich bin sofort da. Ich bin schon auf der Rückseite von den Hangars. Seh dich nicht. Ja, Moment, ich sehe die Hangars gerade, also ich meine. Ich flachse jetzt, aber ich renne einfach die ganze Zeit mit dem scheiß Dom hier. Was ist denn der Ural eigentlich? Den hab ich doch. Ne, der andere. Aber der ist ja eh voll. Wir müssen erstmal warten auf euch. Jetzt können wir nur noch warten. Ich mach mal und setz mich hier ins Gras und brauch erstmal eine. Junge. Alter. Mach mal jetzt. Jetzt Flo und ich sitzen jetzt gemütlich beieinander. Und chillen. Und freuen, dass wir uns. Dass wir leben hier haben. So. Hör dich. Rettung naht. Weil ich mal mein Rad aus meinem Inventar loswerden. Wo bist du? Dann, ich komme nach vorne. Hast du, welche Waffe willst du haben? Ne, ich hab schon eine Waffe, ist gut. Ich komme hier, bin ich. Ach du Scheiße, in deinem komischen Tarnanzug da. Ja. Go. Dann lotst du mich mal über die Straßen. Beziehungsweise kann man hier auch einfach quer durchs Feld einfahren, ne? Einfach nach oben. Ja, da hier ist sowieso die Straße. Wir hören euch schon. Hier kann nicht sein. Auto. Oh, schön, Auto von links. Doch, da seid ihr doch. Wir sind noch voll weit weg. Ah, wer ist das denn? Ja. Was ein Zufall. Vorsichtig, Kollege. Ja, rechts dann hoch.
alle so mal Kontrolle. Kannst du schon mal hingehen und kannst versuchen, mal die, die Hubschrauber so vielleicht mit dem Hand zu schieben? Helfen da. Ja, er ist noch voll, wir müssen erst laden. Ach so, ja, okay. Ja, müssen wir erst auf den anderen Rall warten. Also wieder, ey. Ich bin auf dem Weg, bin gleich da. Wir chillen ein bisschen hier noch. Wir machen jetzt eine gemütliche Erzählrunde. Gerade noch mal gut, ne? Ja, aber dafür ist so eine Gruppe da, ne? Aber was für ein Zufall, wir wären jetzt, hätten nicht beide retten können, das war optimal. Naja, ich kann irgendwie einen Blood Transfusion geben. Da hast du nicht mehr viel Blut oder was? Doch, voll. Ich hab noch eine Blutkonserve bei mir hinten im Rucksack. Ich hab eben insgesamt, glaube ich, heute schon. Na, schon da? 10 Stück gefunden. Ja, gleich. Noch 900 Meter. Schön Wachen streicheln hier. Der streichelt doch seine Knarre hier. Das stimmt, das macht weiter auf. Weil dass der Wald automatisch langsamer wird, der Wagen, ist auch so hässlich. Bitte? Der Wagen wird im Wald automatisch langsamer. Du kannst einfach nicht mehr so schnell fahren wie sonst, aber klar, der fährt ja auch nicht so unter. Aber wenn du auf Minus drückst, dann wirkt das ein bisschen schneller fahren. Was? Drück mal auf Minus, dann wirkt das so, als müsstest du schneller fahren. Ja, das würde ich langsamer fahren. Hä? Wenn ich auf Minus drücke, werde ich langsamer. Sieht das voll langsam aus. Ja, Sascha, der komische Typ neben uns hat hier irgendwie spastische Anfälle. Ja, halt mich nur fit. Zombie, ne? Ich mache ein paar Sit-Ups, dann will ich auch. Soll ich ihn erlösen? Ja, ich würde sagen, dass ich mal irgendwie auf Position eine Kugel im Kopf jagen. Ein Zombie, Alter. Was macht man? Muss immer fit sein auf der Zombie-Jagd. So, die dicken Sterne zuerst. Infiziert. Kein Risiko eingehen, lieber vorher auf. Au. Au. Jetzt sind auf den letzten Meter noch zwei Bäume. Ah, ich sehe euch. Es wird tatsächlich dunkel, oder meinst du es noch? Ja. Ja. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja hier unser Lager, da kommt eh keiner. Und ich weiß nicht, müssen halt nachher mal schauen, wie das mit den Ural ist da. Taschenlampe funktioniert. Kleine Taschenlampe brennt. Das sieht jetzt so voll geil aus mit den Helis. Mit den Taschenlampe ist so Schrott, ja, wir müssen dann gleich echt zusammen im Team looten, ne? Da müssten zwei Leute Taschenlampen nehmen oder einer, also eigentlich zwei. Und der Rest, der nimmt Waffen in die Hand. Das Problem ist, du kannst nichts mehr sehen. Und beim Fahren oder Fliegen ist echt anstrengend, so. Ja, Fliegen kriegt man vielleicht ja sogar noch hin. Wenn man sich an der Karte orientiert. Wie dunkel es wird, ja. Kommt echt drauf an, wie dunkel es wird. Stehst du mit dem anderen Ural da, wo der andere steht, oder? Ja, genau daneben. Okay. Ich komme, Junge. Weil wir müssen die Urals auf jeden Fall wegfahren, nicht da stehen lassen, wenn wir die beiden hochjagen, ja. Ja, wenn, dann müsst ihr sowieso hier zu dem Heli kommen, der ist nämlich voll. Bleiben wir einfach erstmal hier. Ich hab erstmal das Licht angemacht. Fett, oder? Was soll ich mit dem Ural zum Heli fahren? Alter, jetzt ist dunkel. Bei mir, ja, ich fahr kurz mit dem Ural zum. Bei mir ist voll duster hier alles. Nee, ich kann noch alles sehen. Ich fahr kurz mit dem Ural zum Heli, ne? Wo ist denn der? Ja, hier in dem, ach, in dem links ist extrem duster in dem Wald, ne? Wo ist der Heli? Hier, bei mir. Ja, ja, die hier ist immer so. Ja, das ist so eine. Hier ist. So, wo ist hier? Ich hab mich mal ein bisschen aufgeladen, ich hab jetzt auch eine Schrotflinte. Nein, ich seh ihn schon. Oh ne, das macht gar keinen Sinn. Der ist, du hast eine Schrotflinte, ne? Ja, die ist im Heli. Was hast du für eine Schrotflinte? M10, 14. So, ja, gut, die hab ich mir jetzt auch genommen. Ja, da ist auch noch ein Magazin für drin hier in dem Heli. Ja, ich hab jetzt drei. Geil, Mann, wie kann man das Licht einmal mit L, ne? Jo. Oder anstatt fliegen, tun wir demnächst fahren einfach. Weil mit dem Lichtfahren ist vielleicht einfacher, ich weiß nicht. So, ich werde mich jetzt vom Bett entladen in den LKW. Wo seid ihr? Werde ich mich opfern. Okay. Boah, ist das grell, Alter. Boah, Junge, jetzt wird ich. Boah. Das ist ja mal mega. Jetzt bin ich. Ah, ich bin sogar geblendet jetzt. Aber das bin ich wahrscheinlich echt. Kann mir jemand von euch eine Blutkonserve geben? Ich komme gerade. Ja, ich bin hier. Kommst du dran? Ich hab. Glaube ich.
Oder ne, hab ich die alle in Heli getan? Kann auch sein. Ja, ich geb dir auf jeden Fall gleich eine. Ja, zur Not kannst du auch einfach eine aus meinem Rucksack. Ich hab eine in meinem Inventar auch. Ah ne, Hunting Knife will ich eins haben. Map brauche ich eine. Achso, ne. Ah. Dual Can lass ich mal da drin. Da bist du ja. So. Map habe ich. Hunting Knife bekomme ich auch. So, jetzt musst du komplett stillstehen, ne, Sven? Ja, ja, ich weiß, ich bewege mich. Ich sehe doch, dass du da bei mir stehst. Terrorlight. Habe ich. Dann jetzt hast du mir mein Zeug. Jetzt der Glut ist. Aber wie es halt mal endlich hier, wie ich endlich mal wieder Farbe kriege, ne? Schön. Dann hilf mal hier beim Ausladen. So, das Auto ist leer. Sehr gut. Hier sind auch die. Hier sind noch ein paar Magazine. Alles. Hier ist noch Starnak SD-Munition drin. Übrigens. Ja, ich weiß, ich brauche ein paar Magazine davon. Doch, ich werde mal die Helis ein bisschen zusammenschieben und dann. Ja. Aber nur eins, da ist nur ein Magazin drin. Scholz, okay. Ich hab da bestimmt 5 Magazine reingetan oder 6. Danach gibt es gleich neue Freunde. Hast du dich komplett entladen, Sascha? Ich bin komplett leer. Ey, der ist noch Map übrigens drin. Weißt du, was Lachsinn? Einfach mal zu mir zu schieben, nee. Oder umgedreht. Ja, ich Lachsinn, voll, also so komplette Geschosse. Pellets sind so Schrotflinte, also Schrot. Das sind halt so einzelne ganze Geschosse. Du kannst aber beide nachladen. Ja, dann nimm die doch. Ich hab die ja drin gelassen. Ne, die habe ich nicht drin gelassen. Die habe ich bei mir drin. Tu ich jetzt Richtung in den Ural, dann kannst du sie ja rausnehmen. Gucken, ob ich ihn jetzt rüberschieben kann. Ja, wir haben 6 Magazine. Im Hubschrauber sind noch 2 Waffen. 7 sogar haben wir. Was ja, denn? Hallo, das ist auch mein Zeug. Das habe ich mir hier so, komplett reingeladen. Ach so, okay. Ja, ja, stimmt. Das macht ja gleich einen Freitod, ja. Ich vergaß. Ah, das funktioniert so, Sascha, ja. Haben wir noch Starnax im anderen Ural? Ich geh mal zum anderen Ural. Gib gleich Starnax, Jungs. Was machst du? Selbstmord oder was? Ja. Wie denn? Soll ich dich erschießen? Wo bist nein, du? Nein. Lass den mal machen. Hä, ja, das sind aber nur so 2 Ach so, Schuss, ja, stimmt. Ey, das ist ja, wenn du vielleicht die beiden hier im Hubschrauber zusammenkrachst, dann kann es sein, dass die beiden hochgehen oder dass du dagegen fahren musst, ja. Ja, werden wir sehen. Hm? Yo. Wow, what the fuck, geil, alles auf Video. What the fuck? Alter, das sieht so nice aus, boah, sieht das geil komm her, aus. Komm zu uns, ich hab ein Bloodpack hier. Siehst du was? Ja, ich kann Ding, ich kann Ding. Blute auch. Warte, komm her. Das sieht halt jetzt wieder, ne? Das Auto hat's zerlegt, ne? Weiß ich nicht, nee, den Hubschrauber, der war zerlegt, glaube ich. Wow, passt auf. Jedenfalls ein Feuer, Junge. Okay, ich hab deine Wunden bandagiert. Gib mir bitte mal ein Blatt, wenn er einen hat. Bist du noch am Bluten? Ja. Nee, alles gut. Ich hab hier, kommt einfach zu mir. Wir bräuchten noch ein Auto, aber das sieht real. Jetzt haben wir ein fettes Lagerfeuer. Ja. wer hat die Kuh erschossen? die ist wohl nicht. Nein, da hinten brennt der Ural, glaube ich, oder? Was brennt da hinten? Was? Nein. Da hinten brennt was im Gebüsch, da war doch unser Ural, oder nicht? Nein, die waren noch beide, das Gebüsch brennt einfach nur so. Ah, das war vom Hubschrauber, das ist da hinten hingeflogen. Wie weit ist das geflogen, Alter? Ja, krass, ne? Danke. Krass. Alter, jetzt wird's aber duster hier. Ja. Ey, ist ein Zombie. Ich. Oder? Nee. Nein, das Zombie. Bin ich. Ich dachte gerade. aber hier ist eine Tanne umgefallen durch die Explosion. Wo ist der Ural, der zweite? So, fahrt den mal hier noch zum Heli erstmal. Ah, hier. Ey, ich glaube, wir müssen aber jetzt auf jeden Fall unser Standort wechseln, oder? Wer kommt mir da entgegen? Bin ich. Ich komme hier. Ich will mein Zeug wieder rausnehmen. Ja, sollen wir Standortwechsel machen? Nö, jetzt warum? Wollen wir nicht mehr. Das Feuer ist raus. Denn du bist echt ultra schwer zu erkennen, wenn du da an der voll die rauffahren. Guck mal, wenn ich mich hinlege. Ja, boah, guck mal, du siehst jetzt Sven einfach nicht mehr im Dunkeln, Alter. Oh, wie geil. Man sieht dich echt kaum. Wie kann ich hier meine Flashlight? Oh, jetzt müssen wir noch die Mii hochjagen, ey. Das kann sein, dass ich den Sven jetzt überfahre, weil ich fahre hier gerade mit dem Truck durch die Gegend. Nee, Sven steht bei mir. Dann bleib mal schön bei mir stehen. Sieh mich doch im Licht, oder? Der wie hält das dann? Boah, Junge, Alter. Ich kann da genau reingucken. Dennis, du kannst doch diese Pellets, ne, die kannst du kombinieren. Ja? Achso. Ja, dann cool. Da hast du, 8 Stück. Das kannst du übrigens mit, wenn du jetzt zum Beispiel so 2 halbvolle Magazine hast, kannst du es auch machen.
Ist aber, ja. Du kannst dann Rechtsklick auf Recombine machen. So. Boah, sieht geil aus mit den Fahrzeugen, mit dem ganzen Licht. Oh. Ist eigentlich jetzt alles aus dem Heli raus? Ich meine schon, ja. Ich meine, da sind nur noch eine Schrotflinte und. Ja, die Schrotflinte habe ich ja da extra reingetan, weil ich dachte, jetzt werden wir die haben. Aber ich habe, ja, wir haben mehrere gehabt. Ich habe mir einfach irgendeine zum Moral gemacht. Ja, da ist eine Schrotflinte und ein M4 drin. Also ich meine, beide will ich nicht haben. Ich tue die, die Schrotflinte jetzt erstmal in meinen Dings. Meinen Dings tue die in den Ural hier rein. Falls das Sven mal seine verliert oder so, das kann ja immer mal sein. Alter, das ist. So, was ist das zweite Ural hier? Was denn? Die müssen noch Standards drin sein, oder? Was ist denn der Unterschied zwischen einem SD, 30 Standard XD? Gibt keinen Unterschied, sind eigentlich alle gleich. Okay. PDW, ach hier ist die PDW. Was für Munition kommt da eigentlich rein? Boah, wir haben 20 Bandagen. Ja, ja, ich habe ultra viele gerade gefunden eben. Ich habe insgesamt 20 Bandagen gefunden, Mann. Und 10 Bloodpacks. Alles in Cherno. War super. Wo ist meine Axt? Ich will meine Axt wieder haben. Ja, hier ist eine drin. Hier in dem linken Ural ist eine drin. Naja, nee, das ist meine. Sorry. Nee, das war auf der rechten Seite. Das war meine schon. Die hatte ich eben gefunden. Ich hab hier nur, ich kann dir nur, also von mir kann ich dir höchstens noch diese Crowbar anbieten. Ich habe aber eben eine Axt hier reingemacht. Ja, die hast du doch in den anderen Ural getan, oder nicht? Ja, da hol ich doch gerade wieder was, aber es fehlt eine Axt. Eine gute Axt. Ist auch keine Axt drin. Ich habe eine Axt eben in Dings in Cherno gefunden. Die keine Axt mehr drin ist. Boah, jetzt wird's aber arschdunkel hier. Ja. Verbrauchst du eigentlich Sprit in den Fahrzeugen, wenn man das nicht anhat? Nee, ne? Wandern? Ja, unlogisch, ist ja normalerweise auch nicht so. Ja, die Batterie geht leer. Dann kannst du nicht mehr starten, das wäre natürlich scheiße, aber das wäre ziemlich unlogisch, weil man keine Batterie findet. Hier ist eine Axt drin im anderen Ural. Ja, cool. Juhu. Meine Axt. Falls wir noch Box of Matches übrig haben, würde ich die auch gerne nehmen. Ich glaube nicht keine. Jetzt ist ja die Frage, wie lange bleibt das dunkel, ne? Ja, der nächste Server-Restart ist in einer halben Stunde. Ich weiß nicht, ob es dann immer noch ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, lass mal hart chillen. Also, ey, wie kann ich meine Taschenlampe benutzen? Hell. Nein, geht du nicht. Musst die erst in die Hand nehmen. Du musst deine alte Waffe irgendwo reinlegen, in ein Auto legen und dann auch musst du die reinklicken. Kann man die Waffe auch in den Rucksack packen? Ich hab meine Waffe draußen. Ja. Also das heißt, da kann ich keine Waffe in die Hand nehmen? Ja, das ist ja scheiße. Ne, das mache ich nicht. Aber es gibt Waffen, die haben eine Taschenlampe, ne? Ja. Die 17 zum Beispiel. Die 17, ja genau. Haben wir eine G17 irgendwo? Ich hab eine. Nimm ich mir direkt eine. Ne, wir haben keine mehr. Glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau. Ja, du musst halt deine Waffe dafür in den Rucksack packen, ne? Das ist halt schon scheiße. Deshalb meine ich, wir müssen halt dann, wenn wir so wirklich so rumlaufen sollten, müssen wir halt zwei Leute Taschenlampen und der Rest nimmt Waffen in die Hand. Ja, aber wenn wir Leute mit G17 haben, brauchen wir ja keine Taschenlampe. Ja, das ist klar. Geht also ich gehe erstmal kurz aus dem Server raus. Sieht echt nice aus mit der G17. Ja. Gibt's auch Primary Weapons mit Laterne? Ja, Remington und die M4A3 CCO, glaube ich. Ja, die habe ich doch. Ja, probier mal, drück mal L. Weiß, geht nix. Wo bist du? Hier. Mal gerade. Ich hab eine M4A1 CCO. Ist hier in dem anderen Ural eine drin? Hatten wir nicht mal eine A3er? Haben wir keine mehr. Wir müssen mal wieder ein bisschen looten gehen. Um Waffen und Stanax zu bekommen. Hat die PP, die Bison eine? Nee. Kannst du auch sehen, wenn du draufklickst, dann siehst du ja, ob die eine. Wie auch immer, Jungs, ich bin erstmal kurz deine, weg. Deine Fahnen. Jo. Bis später. Hat die eine Taschenlampe oder was? Ciao. Nee, aber Night Vision. Ach ja, stimmt. Tschö, Mädels. Ciao. Ciao. Bis gleich. Hatte ich denn da auch mal gerade.